Im Mai haben wir über das umstrittene Medikament Actovegin berichtet. Bisher steht das Mittel nicht auf der Dopingliste und ist im Spitzensport erlaubt. Unsere Berichterstattung hat zu Diskussionen und Reaktionen geführt. Eine noch nicht veröffentlichte Studie, die uns exklusiv vorliegt, wirft neue Fragen auf. Sebastian Krause von der ARD-Radio-Recherche Sport und Uli Hackmann berichten. Sportlich war das ein tolles Jahr für Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Spitzname Mull. Er ist wohl der bekannteste Sportarzt der Welt. Seine Patienten waren äußerst erfolgreich. Schweinsteiger mit dem Tor beim EM-Auftakt. Fabian Hambüchen mit Gold bei Olympia. Und Goldtrippel von Usain Bolt und der Widmung seiner Medaille an den Mull. Also gar keine Frage, er hat sie verdient. Er hat mich durch die Jahre gebracht, die ganzen Zipperlein und Wehwehchen, er hat mich wieder auf die Füße gestellt. Ich danke ihm unendlich. Der Doc schwört auf ein Wundermittel, Actovegin, ultrafiltriertes Kälberblut. Aber das Mittel ist umstritten, nicht zugelassen in Deutschland. Unwirksam, sagen die einen, die anderen fordern ein Verbot, weil es leistungssteigernd wirken könnte. Die Diskussion hat diesen Mann gestört, Professor Dr. Dr. Franz Reichel, Toxikologe an der Universitätsklinik München und Patient in der Gemeinschaftspraxis Müller-Wohlfahrt. Es wird ja immer behauptet, hier Behauptungen aufgestellt, dass Actovegin hier Doping und so weiter wäre. Und es gibt gar keine Daten dafür. Deswegen hat der Professor in Zusammenarbeit mehrerer Institute der Universitätskliniken und der Sporthochschule Köln eine umfangreiche Untersuchung gestartet. Die Studie liegt Report München exklusiv vor. Die Ergebnisse machen klar, dass das Actovegin eine Proliferation in Myoblasten, das sind also Vormuskelzellen, hier bewirkt. Sie fördern das Wachstum von Muskelzellen. Ein hochinteressantes Ergebnis. Doch die Studie birgt noch weitere Überraschungen, dazu später mehr. Die Praxis von Dr. Müller-Wohlfahrt liegt mitten in München. Gerne hätten wir den Doktor interviewt. Das lehnt er ab. Doch gegenüber residiert der Sportarzt Professor Dr. Pförringer. Er verwendet Actovegin seit über 30 Jahren und kennt den Mull sehr gut. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, den ich kenne, seitdem er hier in München ist, hat das später eingesetzt, als wir das zum Beispiel eingesetzt haben, und verwendet es breitflächig, kraftsteigernd, abwehrhemmend, Immunsystem steigernd, bei Verletzungen heilungsfördernd. Müller-Wohlfahrt tut dort nichts, was nicht in Ordnung wäre. Aber Muskelzuwachs und schnellere Regeneration, sind das nicht Parameter, für die sich die Weltdopingagentur WADA interessieren sollte? Dr. Martin Bietlingsmeier sitzt im Expertengremium der WADA. Wir haben ihn gebeten, sich die Studie präsentieren zu lassen. Lokal hohe Konzentrationen in der Muskulatur herkriegen, das könnte einen Effekt haben. Ich sage nochmal könnte, weil gezeigt ist es am lebenden Subjekt bislang nicht. Aber dass es deswegen eine dopingtechnisch relevante Substanz ist, das glaube ich wirklich nicht. Nicht dopingrelevant. Denn Spritzen in die Muskulatur entfalten keine Wirkung auf den gesamten Körper, seien nicht systemisch. Die Studie enthält aber noch eine Überraschung. Es werden geringe Spuren von Testosteron und Cortisol im Actovegin nachgewiesen. Beide Substanzen stehen auf der Dopingliste. Das spiele in so geringen Mengen keine Rolle, sagen die Wissenschaftler in München. In Salzburg widerspricht ein Vertreter der österreichischen Nationalen Anti-Doping-Agentur. Schon im Frühjahr hatte uns Professor Aigner gesagt, Actovegin müsse auf die Beobachtungsliste. Jetzt sieht er erneut Handlungsbedarf. Das mag schon sein, dass im Actovegin die Dosis so gering ist, dass sie nicht wirksam ist, aber es heißt, Testosteronzufuhr ist nicht statthaft. Auch der Nürnberger Doping-Experte Professor Fritz Sorgel ist alarmiert. Actovegin hat er bisher als nicht wirksam eingestuft. Doch die neue Studie bringt ihn ins Grübeln. Denn es wurde im Zellversuch gezeigt, dass Actovegin die Regeneration fördern könnte.
Die Idee des WADA-Codes ist, oder die Philosophie des WADA-Codes ist, dass auch regenerative Prozesse nicht stimuliert werden dürfen, um sich damit einen Vorteil zu erlangen. Es ist ja klar, wer schneller regeneriert, spielt schneller, spielt besser. Und Sorgel macht uns auf ein Zitat in Mulls Lehrbuch aufmerksam. Darin heißt es in Bezug auf Aktovegin: Es enthält laut der WADA keine Wachstumsfaktoren oder hormonähnliche Bestandteile. Doch die neue Untersuchung beweist das Gegenteil. Ganz am Ende unserer Recherche erreicht uns eine E-Mail vom Anwalt. Dr. Müller-Wohlfahrt antwortet und unterschreibt persönlich. Wir dürfen die Antwort nur komplett zitieren, deswegen stellen wir sie online. Kurz zusammengefasst freut sich Müller-Wohlfahrt über die Studie, weil nun bewiesen sei, dass Aktovegin wirke. Zum Testosteronfund merkt er an, so geringe Mengen hätten keinen systemischen Effekt. Aber darum gehe es gar nicht, meinen die Kritiker. Für mich stellt sich nach wie vor dann die Frage, warum man da nicht der Sache auf den Grund geht. Und warum man nicht klärt, jawohl, das ist drinnen und es darf nicht sein. Aus, fertig. Das ist für mich die große Frage. Warum? Und so führt eine noch gar nicht veröffentlichte Studie, die Aktovegin eigentlich aus der Schmuddelecke holen wollte, zu einer neuen Diskussion unter Anti-Doping-Experten. Ausgang? Ungewiss.